Im Namen der Gründer grüße ich euch. Hier geht's weiter mit unserem Kampf gegen die Borg und alle anderen. Ja, ich bin immer noch krank. Ich nehme jetzt mal trotzdem auf. Husten schneide ich halt raus. Ansonsten nicht wundern, wenn ich ein bisschen angeschlagen wirke. Ich bin es noch. Wie geht's weiter? Ich werde meine Truppen hier unten abziehen. Wir brechen den Krieg gegen die Cardassianer ab. Wir werden mit unseren Truppentransportern im Zykon-System eine Basis bauen. Wir werden im Signet-System unsere Flotte sammeln. Zusammen mit dem Truppentransporter. Der Truppentransporter baut hier eine Basis. Wir sind zu schwach, um direkt anzugreifen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ziehen hier, wie gesagt, alle Schiffe zusammen, die wir kriegen. Wir kaufen hier möglichst schnell noch Schiffe nach. Petaria werden wir die Attack-Fighter abbrechen. Ich brauche Truppentransporter. Erwerb getätigt. Um hier möglichst schnell eine Basis zu bauen. Urada brauchen wir auch eine. Wir brauchen die schweren Kreuzer. Ja, wir müssen auch mal dran denken, wir haben hier noch 8472 in den eigenen Reihen. Wir könnten Romulus auch auf Schiffsproduktion gehen. Wir bauen hier Heavy Attack Fighter erstmal. Bauen hier eine neue Flotte auf. Irgendwo muss es hierher kommen, ne? Gucken wir mal in die Übersicht. Cardassia. Ja, da konnten wir nichts mehr ummodeln. Hier müssten wir. Ja, müssen wir noch genug haben. Wir haben ohne Ende Energie, da können wir den Scanner upgraden. Ja, wir bauen erstmal die Basics aus. Erwerb getätigt. Und dann kümmern wir uns um die Details. Cardassianer, wie gesagt, den Krieg breche ich ab. Ihr kriegt ein Nicht-Angriffsversprechen, das unbegrenzt ist. Ja, damit geht's weiter. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Ich muss halt nur sehen, dass ich das möglichst schnell hier oben auflöse. Ein Outpost will be constructed. So. Der ist nächste Runde da. Das ziehen wir noch rein. Ja. Erwerb getätigt. Urada könnte das nächste Ziel sein. Schildgenerator. Energy, wir schalten mal. Bunkernetzwerk und die Nahrungsproduktion hoch. Bringt mir noch nichts. Ja, das müssen wir uns dann nochmal angucken. So. Kann ich mir. Erwerb getätigt. Ja, kann ich kaufen. Sehr schön. Kataria. Erwerb getätigt. Kaufen wir auch die Truppentransporter durch. Wie gesagt, Signet müssen wir möglichst schnell eine Basis haben. Außenposten. Sehr schön. Die Cardassianer haben angenommen. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Ja, wir haben hier die Borgsphäre. Wir haben 18 Schiffe gerade mal.
Selbst wenn ich alles dazu ziehe, zweifle ich immer noch, dass ich Erfolg hätte. So, die Schiffe ziehen wir ins Radarsystem, ins Andor-System. Andor und dann nach Rom. Mit denen kann ich dann noch einen Kubus oder Borg-Sphäre platt machen, aber oben die eine Flotte, das ist noch zu knapp. Wenn ich die Verluste vom letzten Mal sehe, reicht das nicht. Wir wollten ja unten noch eine Außenposten bauen. Es gibt mir immer noch zu denken, dass die Föderation sich mitten reingesetzt hat. Ja, noch sind wir verbündet, aber man weiß ja nie, wie lange sowas hält, ne? Ich schalte auch mal die Handelsrouten ab, die stören ein wenig. Wo wollte ich hin? Romulus, wie sieht's aus? Ja, da kommen jetzt die Attack Fighter. Iridia. Craden wir jetzt die Farmen ab. Bio kommen Assault Enforcer. Erwerb getätigt. So, den Shield Generator, den müssen wir dann noch einschalten das nächste Mal. Mal gucken, ob es reicht. Ich weiß jetzt nicht, was der. Ach, das muss ich. Guck ich dann. Parliament. Wie sieht's hier aus? Wir haben 31 Energie über. Wir haben hier nichts. Wir haben kein Bunkernetzwerk. Kein Schildgenerator. Da müssen wir ran. Erwerb getätigt. Taria, da könnte ich im Notfall die Flotte rüberschicken. Omarion. Ich hätte hier wenigstens ein Bunkernetzwerk. Ich könnte die Orbitalbatterien einschalten. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen Schutz. Ja, das müssen wir uns dann, wenn es soweit ist. So, die ziehen wir zusammen, um den Bau ein bisschen zu beschleunigen. 30 Millionen. Normalerweise müsste ich jetzt rein und angreifen, aber... Ich hätte jetzt gerade mal noch einen Enforcer zusätzlich. 19 Schiffe. Muss darauf bauen, dass ich Delta Phoenix abschreibe und mit den zwei Flotten dann, wenn die dazugekommen sind, dann abfange, was noch kommt. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Radar, die Baureihe ist leer. Uns fehlen immer noch 120 Energie. Kraftwerke ausbauen. Robonischen Farmen ausbauen. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, machen wir das erstmal. Parliament, kaufen wir den Schild. Wir haben wenigstens jetzt das Bunkernetzwerk schon mal eingeschaltet. Danach kaufen wir noch das Upgrade für die Kraftwerke und dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Ansonsten müssen wir noch ein Kraftwerk bauen. So. Ja, 20 Schiffe hätten wir jetzt. So. Wir haben jetzt hier oben eigentlich auch eine halbwegs vernünftige Flotte. Wir kaufen jetzt noch den Truppentransporter und dann brauchen wir hier oben billige Schiffe. Irgendwas, was wir möglichst schnell raushauen können. Komm, wir nehmen mal die katarianischen Zerstörer. Hm.
Ich mag die irgendwie. Hat schon Tradition auf Kataria, baut man katarianische Zerstörer. War das zu sein, war das schon immer. Und so wird das immer bleiben. No. Hier werden wir auch mal Attack Fighter danach bauen. Unsere zwei Flotten. Komm, wir schicken die mal hoch ins Radarsystem. Wenn wir Glück haben, kommen wir noch rechtzeitig an. Sieht's aus. Naja, hier fehlen uns die 120 Energie noch. Aber ich habe erstmal eine Grundsicherheit. Hier kaufen wir den Schild, genau. Ja, Cardassia, da kaufen wir jetzt den Scanner. Das wär, da werde ich zusehen, dass das ausgebaut ist. Aus 92%. Waffentechnisch sind wir auch bald ein Level weiter. Auswahl Spielstand wird geladen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt durchläuft. Mir ist es jetzt schon dreimal beim Rundenwechsel abgeschmiert. Was wollte ich machen? Ja, Kataria. Wir kaufen noch den Truppentransporter. Dann wird hier Attack Fighter gebaut. Andor wird auch noch ein andorianisches Kriegsschiff kommen. Danach gibt es Attack Fighter. Ich brauche jetzt billige Massenware. Marion, lass mal ja so. Parlament Schildgenerator, danach werden die das Kraftwerk geupgradet. Das hier auch von den Scanner. Die Flotten ziehen wir ins Radarsystem. Oh, wünsch mir Glück. Da war eh der Worm drinne. Spezies 8472 drinne, die Borg. Ohne die hätte ich das locker abgeräumt. Aber ich habe es jetzt mehrfach versucht. Er schmiert jedes Mal am Ende dieser Runde ab. Machen wir mal einen Versuch. Auswahl besteht. Spielstand wird geladen. Gut, damit endet das Let's Play zum Dominion. Endet so bitter, wie es zwischendurch lief. Es ärgert mich selber, dass ich das nur mal abschließen kann. Weil die Herausforderung hätte ich schon gern angenommen. Aber das soll halt leider nicht sein. Gut, ja, als nächstes produziere ich erstmal ein kleines Tipps-Video. Da zeige ich mal, welche Fehler ich am Anfang gemacht habe. Das wird es zu Birth of the Federation geben, aber basiert auf der Vanilla. Und einmal zu Stellaris. Ansonsten, das Stellaris-Let's Play geht weiter. Ja, Birth wird es dann auch demnächst weitergehen, allerdings in der Vanilla wahrscheinlich. Der Ultimate Dominion Mod fliegt raus. Der ist mir zu instabil. Und er wird in vielen Teilen für ein Let's Play einfach zu zäh. Aber trotzdem. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Ich verlinke euch hier mal das Interview mit Patrick Stewart, was er 1995 zum Film
Treffen der Generationen geführt hat. Und ja, da und das andere. Mal gucken, da zeigt euch mal YouTube ein schönes Video als Vorschlag. Also vielen Dank fürs Zusehen. Lebt lang und im Frieden. Haut rein.